Energy Stars for Free. Und wir sind wieder zurück hier bei uns im Backstage-Studio. Und bei mir ist jetzt einer der Headliner vom heutigen Abend am Energy Stars for Free. Es ist der Marc Forster. Hallo! Hallo! Und Applaus für deinen Auftritt! Dankeschön! Wie hast du dich gefühlt auf dieser gigantischen Bühne? Ja, es war krass. War wirklich absurd. Vor allem, ich war so weit weg von meiner Band. Ne? Meine Band war ganz hinten und da war so ein Steg und dann vorne war so ein riesengroßer Kreis. Das und sehen ich war wir jetzt 20 Meter von denen entfernt. Das Gute ist, dass ich nicht so viel schwitze, ne? Das sieht immer so ungünstig aus im Fernsehen. Ja, aber es gehört zu, oder? Wow. Aber 13.000 Hörer, die du da im Publikum gesehen hast, wie fühlt sich das an? Das kann man, glaube ich, nicht so richtig beschreiben. Also es ist natürlich, am Anfang hat man Angst. Also geht einem der Arsch schön auf Grundeis. Und dann, sobald man draußen steht und irgendwie die ganzen Gesichter sieht, die einen nett anlächeln, dann ist es nur noch Freude. Es war wirklich ein ganz, ganz schöner Auftritt. Du bist ja eigentlich schon sehr lange im Musikbusiness dabei. Lange hast du vor allem im Hintergrund gearbeitet, hast Songs für andere geschrieben, Jingles geschrieben, Soundtracks für Fernsehsendungen geschrieben und jetzt stehst du selbst im Fokus auf der Bühne. Was hat sich für dich geändert dadurch? Naja, es hat sich vor allem erstmal geändert. Ich habe früher immer meine eigene Musik abends nach dem Büro gemacht. Weißt du, dann habe ich gearbeitet bis 7 oder 8 und bin danach irgendwie für mich selber in meinem Kämmerlein hab da rumgefummelt. Und jetzt ist es so, dass sich alle freuen, wenn ich an meinen eigenen Sachen rummache. Und dass das wirklich zu meinem Beruf geworden ist. Mhm. Und das ist das größte Glück, das einem passieren kann. Und den anderen Teil, den hast du sukzessive so ein bisschen abgegeben oder vernachlässigt? Nee, den habe ich einfach abgegeben. Das ist auch war auch nicht so schwer. Ganz viele deutsche Acts stehen heute auf der Bühne. Adel Tawil ist unter uns, ja. Milky Chance ist unter uns, Alle Farben. Ihr kennt euch alle untereinander? Ja, man kennt sich, ne? Vor allem die dieses Jahr viel gespielt haben, den begegnet man immer wieder. Und mit Adel Tawil, den bin ich mal sogar schon 2009 mal begegnet. Habe ich ihn vorhin gefragt, ob er sich daran noch erinnert. Er konnte sich nicht daran erinnern. Oh, ist ein bisschen arrogant. Ist hammerarrogant, ist eine Frechheit. Nein. Kann schon mal passieren, oder? Bei so vielen Auftritten und so. Ja, natürlich. Wir sind uns einmal begegnet vor 1000 Jahren. Das wäre jetzt zu viel erwartet, wenn er sich an mich erinnern könnte. Okay, aber das heißt, heute seid ihr euch zum allerersten Mal wieder begegnet. Ja, lustigerweise. Wir sind über verschiedene Ecken miteinander verbunden. Leuten, mit denen wir zusammenarbeiten und so. Natürlich Sido hat ja auch ganz viel mit Adel gemacht. Und wir sind uns noch nie begegnet, heute zum ersten Mal. Wäre vielleicht der richtige Zeitpunkt, um mal eine künftige Zusammenarbeit anzudenken? Natürlich, ja. Adel, lass uns morgen fahren wir ins Studio. Okay, und da gibt es natürlich ganz viele Schweizer Acts unter uns. Auch Stress, hast du den gekannt? Stress habe ich nicht gekannt. Ich habe nur gehört jetzt, dass er sehr, sehr erfolgreich ist und lustigerweise ein Feature hat mit einem Freund Sway von mir. Sway Clark II. Wusste ihr ich nicht. Ihr kennt euch. Das habe ich vorher rausgefunden im Interview mit Stress. Yeah. Woher kennt ihr euch denn? Ach, der ist so umtriebig in der Berliner Musikszene. Das klingt gefährlich. Weißt du, tagsüber und auch nachts. Und dann, da lernt man sich dann kennen. Okay, alles klar. Dein Auftritt ist schon hinter dir, das heißt, du kannst wirklich schön zurücklehnen und den Abend genießen. Wie wirst du das machen? Naja, mit Käsefondue natürlich und dann einem Glas Weißwein. Und dann habe ich gehört, es gibt eine Aftershow-Party. Ja, unbedingt. Du musst dabei sein. Und da werden wir mal kurz vorbeischneiden. Sehr schön. Marc Forster, auf ihn ist verlassen.